Hallo und willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge bei Martins Kinoblog. Ich bin Martin und wie versprochen gibt es heute eine Spezialfolge und dazu habe ich mir wieder den lieben Moritz ans Mikro geholt. Hallo Moritz. Hallo Martin und auf ein zweites Mal. Heute geht es um ein Thema, was mich schon immer ein bisschen fasziniert hat, diese Filmkunst. Und ja, ich freue mich drauf. Genau, also es geht heute um Filme, die Themen behandeln, die nicht alltäglich sind, beziehungsweise Filme, denen man gerne unterstellt, dass sie zu brutal sind, dass sie zu sehr Gewalt verherrlichen oder auch Filme, die man sagt, die sind bewusst so gemacht, dass sie die Leute schockieren, dass sie ekelerregend sind und dass sie auch schlicht und ergreifend einfach nur krank sind. Genau. Ist ein Thema, das natürlich für viel Diskussionsstoff sorgt und deshalb haben wir uns gedacht, wollen wir mal darüber kurz sprechen, haben uns auch da ein paar Filme rausgesucht, die wir auch gesehen haben, um einfach vielleicht aus unserer Meinung oder unserer Sicht zu sagen oder zu erklären, wie wir diese Filme finden, wie wir diese Thematik finden und ob diese Filme trotz des Gezeigten ihre Daseinsberechtigung haben. Und wir haben, wie gesagt, wir haben uns jetzt da ein bisschen was rausgesucht, also Filme, die jetzt wir beide gesehen haben und Filme, die jetzt nur ich gesehen habe. Die ich dann aber nur kurz anschneide. Also Hauptthema sind die Filme, die Moritz und ich gesehen habe. Und zwar sind es die Filme 8 mm, The Woman, Midsommar und Hostel. Und die hast du ja auch alle gesehen, Moritz, beziehungsweise einen Film hast du mir sogar empfohlen, den ich mir angucken soll. Ja, Und den habe ich dir empfohlen, obwohl ich ihn gar nicht kannte. Mit welchem wollen wir anfangen? Wollen wir relativ seicht beginnen oder wollen wir gleich richtig im Blut warten? Die Frage ist jetzt, welcher Film davon ist für dich seicht? Also ich würde jetzt sagen, von der Liste das seichteste ist der Midsommar. Dann fangen wir mit Midsommar an. Okay. Erste Frage, hast du Midsommar im Kino gesehen oder im Heimkino? Nee, im Kino nicht. Da hatte ich ein bisschen Schiss. Ich habe ihn im Heimkino gesehen. Und den Hereditary habe ich auch vorher zu Hause gesehen und der hat mir schon ganz gut gefallen. Deswegen habe ich von Ari Aster den zweiten Film hier Midsommar auch mal gesehen. Geguckt, ja. Okay. Hat dir praktisch der Hereditary so gut gefallen, dass du gesagt hast, muss ich mir auch Teil 2 angucken. Oder den zweiten Film. Ja, gut. Weiß ich jetzt nicht, aber es war sehr interessant und es hat mich schon fasziniert. Gut, dann sind wir schon mal beim ersten großen Punkt, Faszination. Weil ich glaube schon, dass solche Filme, die relativ brutal sind, eine gewisse Faszination ausüben. Auf den Ja, wobei Zuschauer. bei Hereditary ist es jetzt eher dieser Creepy-Faktor oder dieser Brainfuck-Faktor fast schon. Ja. Gut, bei Midsommar geht es ja noch um ein bisschen eine andere Thematik. Also bei Hereditary ist ja mehr so dieser, sag mal, innere Dämon. Und bei Midsommar, da geht es ja, ich denke mal, wir können so weit spoilern, da geht es ja um eine Gruppe, also so ein Dorf in Schweden, das relativ abgelegen ist, die dieses Midsommerfest ein bisschen anders feiern, als man es eigentlich aus diversen Filmen und Katalogen kennt. Genau. Um es mal so zu umschreiben. Ja, Und so. Ich denke mal, die Zuschauer können sich das schon denken. Und ich denke mal, die meisten kennen den Film auch schon. oder zumindest einige kennen den Film. Mindestens den Trailer, glaube ich. Ja. Und warum jetzt wir diesen Film da reingenommen haben, ist ja wie bereits erwähnt, es geht ja da um so ein Dorf, das ist ja so ein Kult
lebt, der ja nur alle, glaube ich, 90 Jahre, habe ich so richtig im Kopf? Ja, so ungefähr. Also es ist so, die feiern dieses Midsommerfest, wird 89 Jahre hintereinander so gefeiert, wie man es kennt. Und in jedem 90. Jahr wird es halt etwas anders gefeiert. Und da geht es natürlich dann nicht um gemeinsam irgendwo an einem Tisch sitzen und hier was trinken, was essen, sondern da muss dieses Dorf aus irgendwelchen Gründen, oder wollen die aus irgendwelchen Gründen, die auch nicht näher erläutert werden, müssen die da Menschen opfern. Und das ist so gedacht, dass es ein Teil der Opfer sind Menschen aus dem Dorf und der andere Teil sind Fremde. Und allein, glaube ich, dieser Faktor ist schon relativ creepy, dass man das sagt, dass man hier Menschen aus woanders her holt. Man könnte auch die Menschen aus dem eigenen Dorf nehmen. Ja, vielleicht ist das irgendwie was Kulturelles, Geschichtliches. Ich meine, das wurde ja früher schon sehr oft gemacht, Leute opfern. Und das ist jetzt mal auf das heutige Leben übertragen, wie gesagt, mit diesen Opferungen. Und ich denke mal, warum sie fremde Leute opfern und nicht nur aus dem Dorf, weil vielleicht denken sie, dass sie damit die Geister am besten besänftigen können, mit fremden Leuten. Ja, und es, glaube ich, bringt halt einfach noch so dieses Dorf halt unter Zugzwang, beziehungsweise, also ja, ich will schon sagen Zugzwang, dass sie auch aus ihrer Gemeinde rauskommen und sich im Prinzip darum bemühen müssen, um dass sie da zu diesem Fest, zu diesem besonderen Fest auch Leute finden müssen. Und diesen Film ist ja so, da wird ja dieser Pelle heißt er, der ist es ja, ein junger Mann, der ist ja in Amerika zum Studieren und der überredet ja praktisch seine Freunde oder Mitstudenten zu diesem Fest zu fahren. Ohne dass er natürlich verrat oder verrät, um was es da genau geht. Und Ja, was. stimmt, der hat ja von Anfang an eigentlich eine Ahnung, deswegen. Genau. Das ist ja im Prinzip, das war ja, das erfährt man ja im Lauf des Films, er wurde ja nur aus dem Dorf weggeschickt, dass er sich praktisch für dieses Fest, dass er da praktisch dafür Sorge tragen muss, dass es genügend Opfer gibt. Also auswärtige Opfer. Ja, ich muss den Und Film noch mal gucken, fällt mir gerade auf. dann musst du dir aber den Director's Cut angucken. Habe ich leider nicht. Ist der so viel besser? Ja, er hat halt noch eine zusätzliche, sag jetzt mal, Opferungsszene mit drin, wo eines der Opfer am Schluss oder der dargebrachten Opfer erklärt wird. Du meinst in dieser Hütte? Genau, in der Hütte werden ja, also für alle, die jetzt das wissen, um was es geht, es wird in dem Film, ist es so, am Ende des Films wird, also die haben da so eine Hütte, die schaut aus wie so ein Dreieck und da werden im Prinzip die vom Dorf gebrachten Opfer halt relativ aufwendig dekoriert hineingelegt und die wird dann praktisch angezündet. Und da sieht man im Prinzip, also wenn man den Film jetzt in der Kinofassung sieht, dann wundert man sich am Ende, warum da mehr Opfer zu sehen sind, als man im Film sieht, die da praktisch geopfert werden oder halt getötet werden. Und das wird halt im Ja, man kann Director's sich's eigentlich Cut, denken, aber. ja klar, man kann sich's denken, aber im Director's Cut sieht man halt diese eine Szene, wie halt eines dieser Opfer noch zustande kommt. Okay. Aber ist jetzt nicht so wichtig, um den Film zu verstehen, oder? Für die Aussage des Films ist es nicht relevant. Nein, es geht einfach nur darum, halt dieses fehlende oder vermeintlich fehlende Opfer halt noch erklärt zu bekommen. Die Aussage des Films ändert diese Szene nicht. Also, das bleibt bei der Aussage, dass die Menschen in diesem Dorf halt den Kult verfolgen, der sie halt dazu nötigt, halt regelmäßig da Menschen zu opfern. Ja, also Ari Astas Kind will ich nicht sein, wenn der da Gute-Nacht-Geschichten vorliest. Genau. Und
Was man zu diesem Opferkult aber noch dazu sagen muss, diese Menschen in diesem Dorf haben auch so, ich sag mal, diese Regel oder diesen Kult, dass sie ab einem gewissen Lebensalter sich selber opfern müssen. Das sieht man ja auch in diesem Film relativ Richtig. auf Ist ja eins der heftige erste Weise. Opfer, glaube ich. Genau, das sieht man da, wie sich da diese zwei älteren Menschen da nach einer eigentlich schönen Speisung und nach einem schönen Beginn da praktisch sich der Natur übergeben. Also es ist so ein Naturkult, würde ich mal sagen. Richtig. Und dann sage ich ja, das ist jetzt von diesen Filmen, die wir jetzt auf der Liste haben, würde ich mal sagen, das ist jetzt der seichteste Film, so von der Thematik her. Aber trotzdem einer, Ja. wo man darüber diskutieren kann, weil er in gewisser Weise doch Themen anspielt oder gewisse Abgründe der Menschlichkeit anspielt, die wir so in unserem modernen Leben gar nicht mehr kennen oder vermeintlich nicht mehr kennen. So nach dem Motto Back to the Ja, Roots. man muss sich dann bewusst werden, es gibt sicherlich noch irgendwo so Stämme oder ja, Stämme oder Eingeborene, die diesen Kult noch verfolgen, so ähnlich, denke ich mal. Ja. Oder halt so zu sehen, dass halt das oder dass diese Kulte bis vor nicht allzu langer Zeit halt noch Standard waren. Genau. Da ist, war ja üblich, Menschenopfer zu bringen. Ja. Schon seit Anbeginn der Zeit. Richtig. Und das, glaube ich, will man oder will Ari Aster mit diesem Film, glaube ich, auch noch ein bisschen ausdrücken, so nach so sagen, passt auf, denkt's nach. Wir Menschen, wir meinen, wir sind so eine moderne Gesellschaft, aber vor nicht allzu langer Zeit war es halt noch anders. Oder wie du auch schon sagtest, kann natürlich auch noch anders in Regionen der Welt sein, dass das halt noch so praktiziert wird. Ja, das vermute ich auch. Also, wie gesagt, es wird immer gesagt, der Mensch ist das höchstgestellte Wesen, aber wobei der Mensch das meiste eigentlich kaputt macht und dass auch die viele kranke Sachen macht. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir mit Midsommar soweit durch. Ja. Dann, wie es jetzt der in The Mortuary zum Beispiel sagt, um eine kleine Ding zu schwingen, sagt sie ja, die Geschichte war mir nicht brutal genug, ich möchte gern was Heftigeres hören. Genau, das war Um der Anfang. gleich nochmal, genau, um einfach mal so eine Brücke zu einem Horrorfilm zu schwingen, der letzte im Kino lief. Wollen wir als nächstes über Nicolas Cage reden? Sehr gerne. Und zwar geht's um 8 mm, den hast du mir ja empfohlen. Magst du vielleicht mal kurz sagen, um was in dem Film geht? Ja. War der zweite Film, den ich dir empfohlen habe, aber zu dem nächsten kommen wir dann danach. In 8 mm geht's, also da spielen erstmal zwei bekannte oder auch mehrere mit, Nicolas Cage und Joaquin Phoenix, in einer seiner frühesten Rollen, glaube ich, noch vor Gladiator, spielen hier mit und es geht darum, dass Nicolas Cage Privatdetektiv ist und wird von einer älteren Dame, einer Wohlhabenden, beauftragt, sich einen Film anzusehen und herauszufinden, wo dieser seinen Ursprung hat. Und dieser Film ist von dem Mann der älteren Dame. Und der war in einem Safe, der lange Zeit verschlossen war. Und nun, da dieser gestorben ist, hat sie den gefunden. Und wie gesagt, Nicolas Cage wird beauftragt, herauszufinden, was an diesem Film echt ist und was gestellt ist. Und wie gesagt, der Film ist ein sogenannter Snuff-Film. Ich weiß nicht, ob der Begriff geläufig ist. Da geht's, ist zu sehen, wie eine junge Frau umgebracht wird. Und soll angeblich auch ein bisschen auf erotische Weise sein. Das Erotische konnte ich jedenfalls jetzt nicht erkennen. Aber ja, Nicolas Cage wird jedenfalls beauftragt, diese Frau ausfindig zu machen, die da in dem Video umgebracht wird, anscheinend. Ob das jetzt Wahrheit ist oder nicht, soll er ja auch ausfinden. Ja. Genau. Und man muss auch dazu sagen, der Film ist auch schon etwas älter. Also dieser Film in dem Film ist ja schon etwas älter. Und das macht er dann seine Arbeit auch etwas schwerer. Und er taucht dann im Prinzip in eine Welt ein, die er so nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise die als Mythos galt oder gilt. Und da werden im Prinzip die negativen Abgründe der
Pornoindustrie beziehungsweise der daran anhängenden menschlichen Lust auch aufgezeigt. Also da kommt er mit Leuten in Kontakt, für die so ein normaler Porno, der ja für viele schon relativ heftig ist, für die das, sag jetzt mal, Kinderunterhaltung ist. Genau, und Joaquin Phoenix spielt dabei einen, ja gut, der Verkäufer in einem Sexshop, oder? Und der Genau. soll ihm dann ungefähr ein bisschen helfen, herauszufinden, wo der Ursprung von diesem Film liegt. Und führt ihn dabei in die dunkelsten Gossen und Abgründe von dieser Filmszene. Und was man da so für Bilder vor das Gesicht bekommt, das ist schon nichts für schwache Nerven, finde ich. Ja. Und vor allem auch die Figuren, die da eine Rolle spielen, die diese Filme produzieren oder schauen, die, sag jetzt mal, auch null Empathie ihren Opfern gegenüber haben. Wie auch dieser eine Regisseur in diesem Film dann so ganz dreckig lacht, so nach dem Motto, ist es ihm egal, was mit dem Mädchen passiert ist. Hauptsache, der Auftraggeber hat sich dran aufgegeilt. Und es ist dann auch so, dass diese ganze Geschichte auch mit dem Nicolas Cage, also mit seiner Figur was macht. Also er driftet da auch immer mehr in so eine Gewaltspirale mit rein, weil er sich natürlich darüber so aufregt, dass er seine eigenen eigentlich guten Vorsätze, also für Rechtschaffenheit zu sorgen, auch ein bisschen über Bord wirft und zum Ende dann auch, sag jetzt mal, so als Rächer danach auftritt. Ja, was man eigentlich auch verstehen kann. Wie gesagt, der Mann sagte dann auch, es wird eh keinen kümmern, wenn dieses Mädchen nicht mehr auftaucht. Das hat nie vorher niemanden gekümmert und ja, wird keinen auffallen, dass sie weg ist. Genau, Das also ist schon krass. es ist ein Film, wie gesagt, der da ziemlich in die Kerbe reinschlägt, der natürlich auch ein FSK 18 hat, das muss man auch an dieser Stelle erwähnen, also keine Jugendfreigabe, hat aber auch ehrlicherweise verdient, weil da natürlich Szenen dabei Ja. sind, die wirklich hart an der Grenze sind, die aber trotzdem, finde ich, so gezeigt werden, dass es zwar schon schockierend ist, aber dass dieser Schock auch anregt zum Nachdenken und auch so, wie soll ich sagen, so dieses Gefühl verbreitet, okay, es ist keine Fiktion, sondern es geht halt wirklich um ein reales Thema. Also ich glaube, nach diesem Film sieht man diese Industrie mit anderen Augen und fragt sich auch, ob sowas wirklich gibt. Ich meine, diese Filme werden eigentlich als Mythos bezeichnet, aber ich bin mir sicher, dass es sowas in dunklen, stillen Ecken sicherlich auch gibt. Genau, und Menschen, die zu viel Geld haben, die natürlich dann sagen, ich möchte was Besonderes, die natürlich dann auch bereit sind, für sowas, für so, sag ich mal, für so Bildmaterial auch viel Geld hinzulegen, die gibt es ja leider. Und entsprechend, wo auch eine Nachfrage da ist, ist es ja wie bei allen in der Wirtschaft, wo eine Nachfrage da ist, gibt es auch ein Angebot. Kennt man also nicht nur von Drogen, sondern auch bei sowas, um es mal jetzt im negativen Bereich zu sehen. Ja, der Film macht halt einfach auf ein Thema aufmerksam, das man auch, sag jetzt mal, im Alltag gerne verdrängt. Also man sagt, okay, Pornos, um es jetzt mal oberflächlich zu sagen, es ist halt eine Industrie, da geht es halt von Softporno bis Hardcore-Porno und so nach dem Motto, dass für jeden was dabei ist. Nur dass es halt einfach hier noch einen Schritt weiter geht. Man geht in eine Rubrik rein, da wo man halt schon über, sag jetzt mal, normale menschliche hinausgeht. Ja, wir haben ja noch einen Film auf der Liste, der so mit dem Reichen sich mit denen auseinandersetzt, was die reichen Leute machen können, um Spaß zu haben. Weil der kommt dann auch noch. Ja. Anschließend jetzt, also noch ein Film, der jetzt auch eine ähnliche Kerbe schlägt wie jetzt 8 mm, den hast du ja du nicht gesehen, das ist ein Serbien-Film, also schlägt eine ähnliche Thematik an, ist ein Film,
der wie auch der Name schon suggeriert, in Serbien gedreht wurde, der in Deutschland auch nur als Cut-Version erhältlich ist. Die Uncut-Version ist aber deshalb nicht verboten, also man darf sie in Deutschland besitzen, bloß die Erwerbung dieses Films ist halt nicht ganz so einfach. Also da muss man dann, sag jetzt mal, auf europäische Länder wie Österreich oder so ausweichen, da hat der Film dafür verkauft werden. Und das ist ein Film, da geht es halt auch um die negativen Seiten der Pornoindustrie. Nur dass halt hier ein Pornodarsteller im Mittelpunkt steht, der ein verlockendes Angebot erhält, in einem Film mitzuspielen, der natürlich auch ein bisschen härter ist. Aber er weiß halt auch nicht, dass der Regisseur von diesem Film, dass da auch, sag ich mal, auch relativ blutig zugeht, auch mit viel Gewalt. Und der Darsteller oder die Geschichte driftet halt dann irgendwann so ab, dass der Darsteller dann, sag ich mal, auch weil er unter Drogen gesetzt wurde, zum Massenmörder wird und im Prinzip da an dem Set hier für ein Schlachtfeld sorgt mit lauter Toten. Also auch ein Film, der diese negative Seite dieser Industrie beleuchtet und natürlich auch in Verbindung mit dem Thema Drogen und der auch krasse Bilder liefert, also auch viel nackte Haut, auch mit der menschlichen Lust spielt oder zeigt, wenn jetzt da sich da jemand drauf aufgeilt auf so einen Film. Ja, weil du hast ihn nicht gesehen, Moritz. Ich habe dir ja die Geschichte schon mal erzählt, was in dem Film geht. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas kurz dazu sagen möchtest zu so einer Handlung. Ja, hört sich sehr krass an. Krasser als 8 mm fast schon. Und wie ist das denn da? Wird er dafür bezahlt, dass er diese Leute umbringt? Oder wie genau ist das? Ja, es ist so, er bekommt ein Angebot, ein lukratives Angebot und mit der Bedingung, er darf nicht nachfragen oder sich nicht dagegen wehren, sondern er muss halt einfach nur seinen Job machen und er bekommt im Prinzip kein Drehbuch vorher. Normal ist es ja so, bei den Schauspielern, du kriegst ja, wenn du einen Film drehst, ja vorher ein Drehbuch zum Durchlesen und in dem Serbien-Film ist es so, da heißt es einfach nur, du musst halt zum Tag X, zu dieser Uhrzeit, an diesem Ort sein. Und du erfährst das praktisch beim Drehen, um was das es geht. Also kann es Was sich. auch vorkommt, dass da Nicolas Cage kommt und die umbringt. Genau. Also er weiß halt einfach bis Okay. zum Start des Drehs halt nicht, um was das es geht. Also das heißt, wenn jetzt er da hinkommt, er geht davon aus, dass er halt da mit einer Frau was macht, also dass er halt mit ihr so einen Film dreht. Und mittendrin sagt halt der Regisseur, ja, er soll sie jetzt würgen, er soll jetzt sie schlagen, er soll sie jetzt demütigen. Und er muss es halt machen. Weil sonst kriegt er sein Geld nicht. Hey, das ist krass. Ja gut, man weiß nicht, was in so, wie sagt man, Entwicklungsländern wie Serbien und Co. passiert manchmal. Ja. Also war jetzt, ist halt jetzt so als ähnlich gedachter Film wie der 8 mm, dass auch die Zuhörer, also dass wir auch gleich einen Film mit drin haben, den jetzt du nicht kennst, aber der halt ähnliche Thematik hat. Also beleuchtet auch wieder die Abgründe der Menschen. Richtig. Ja. Dann haben wir jetzt noch zwei Filme auf der Liste. Einmal The Woman und einmal Hostel. Welcher ist davon krasser, ist die Frage. Also ich könnte mich jetzt zwischen beiden nicht entscheiden. Ich finde beide gleich krass. Ja, da hast du recht. Also ich fand Hostel an der einen Stelle noch ein bisschen krasser, muss ich sagen. Aber wir können ja mit The Woman anfangen, wenn du Ja, willst. den hast ja du mir empfohlen. Das ist ein Film, Ja, ich habe davon gelesen, aber ich kann die noch nicht. das ist auch ein extremer Film. Da geht es um eine Kannibalenfamilie. Also, man muss da auch dazu sagen, dieser Film The Woman ist ein Film aus einer Filmreihe,
Die Reihe heißt, wie auch der Film The Woman, gibt es drei Teile. Und The Woman ist praktisch der zweite Teil. Also, ich sag mal so, man muss jetzt nicht unbedingt den ersten Teil gesehen haben, um schockiert zu sein. Aber er erklärt halt im Prinzip eine Figur, die am Ende des Films vorkommt, erklärt ein bisschen mit. Und er erklärt auch die Anfangseinleitungsszene, wo man sich vielleicht fragt, warum fängt der Film jetzt genau hier an oder warum endet der Film jetzt so. Und da geht es ja um eine typisch amerikanische Familie, also Mann mit Frau und Kindern, ein Sohn und zwei Töchter, glaube ich, waren das, also drei Kinder. Das ist ein relativ gut verdienender Mann, ich glaube, das sogar ein Anwalt ist, wenn ich mich recht erinnere, der natürlich entsprechend verdient, der hat ein Haus am Land oder in der Natur, hat natürlich, wie es für Amerika typisch ist, viele Waffen. Darf er beim Amerikaner ja nicht fehlen, die Waffen. Hat natürlich ein großes Auto, darf beim Amerikaner auch nicht fehlen. Und er hat halt eine etwas typisch amerikanische Ansicht vom Leben halt. Also so nach dem Motto, er bestimmt, was passiert, er ist der Boss. Ich sage jetzt mal so ein kleiner Trump im Prinzip. Das könnte, ja, ist eine gute Beschreibung. Und ja, der findet beim Jagen, findet er so eine verwilderte Frau und denkt er sich halt einfach, okay, die nehme ich jetzt mit und die will ich wieder zivilisieren. Und die sperrt er dann im Prinzip in seinem Keller ein, drangsaliert sie auf brutale Weise, vergewaltigt sie, misshandelt sie und im Von Endeffekt, zivilisieren kann da eigentlich keine Rede sein. genau, also er will sie im Prinzip züchtigen oder meint halt damit, dass er sie halt wieder zu einer, setz mal in Anführungszeichen, normalen Frau wieder macht. Und er weiß aber nicht, dass sie ein dunkles Geheimnis hat und er weiß auch nicht, dass seine Tochter, also seine ältere Tochter, mit diesen ganzen Sachen, was zu Hause passiert, nicht zurechtkommt. Also der Sohnemann ist im Prinzip wie er, also auch so ein notgeiler Egomane, Kranker Sack. kranker Sack, genau, der natürlich auch mit dieser Gefangenen schlimme Dinge macht. Und zum Schluss ist es einfach so, sie rächt sich halt dann, tötet die und ja, sie ist eine Kannibalin und sag's mal, verspeist auch gewisse Körperteile von dieser Familie. Genau. Also wirklich ein Film. Also ich muss sagen, es waren zwei, drei Szenen dabei, da war ich wirklich kurz davor wegzuschalten, weil die waren so heftig, wo ich mir dann wirklich gedacht habe, also schlimmer geht's fast nicht mehr. Und aber auch so gemacht, so auch gut gemacht, finde ich, dass man einfach nicht wegschauen konnte, weil man einfach wissen wollte, wie es jetzt wirklich genau ausgeht. Ja. Ich glaube, du weißt, von welchen Szenen das ich rede, oder? Also wir werden es jetzt nicht genauer beschreiben, aber Was meinst du? ja, ich sag nur die eine Szene mit dem Jungen im Keller, wo er da mit Ach der so. Zange reingeht und die Szene mit dem Hundekäfig. Ja, das waren zwei von den krasseren Szenen, ja. Aber es gibt viele in dem Film, finde ich. Ja, und es ist halt ein Film, ich glaube, da sind wir uns einig, der natürlich auch ein gewisses Thema anspielt, also das Thema Kannibalismus, das man ja auch gerne mal verdrängt, das aber Und was ist auch. zivilisiert, ist auch eigentlich auch eine Frage, die der Film aufwirft, Ja. finde ich. Also halt auch die Frage der Ansicht, also was man als Mensch unter dem Wort zivilisiert versteht. Genau, so ist es. Und natürlich auch drauf getrimmt, natürlich, also es ist natürlich jetzt diese gesellschaftskritische Note, weil es natürlich ja gewisse Länder gibt, die natürlich, was das betrifft, von sich aus sagen, wir sind hier oder wo in der Bevölkerung der Gedanke herrscht, wir sind die Verfechter der Zivilisation, wir sind die einzig Wahren, die wissen, was das bedeutet. Also es spielt schon ein bisschen auf dieses amerikanische Denken an, dass nur die wissen, wie man mit den Menschen umzugehen hat.
Auch das Thema, was das Thema auch Folter betrifft, das ist ja auch in Amerika ein großes Thema. Die foltern ja auch, setzt man inoffiziell, aber das ist natürlich klar, dass man das weiß, dass da in gewissen Einrichtungen gefoltert wird. Und das ist im Prinzip diese Note, die der Film da auch mit anschwingt. Zu sagen, es hört sich zwar jetzt fiktiv an, dieses Thema, aber es ist, glaube ich, näher an der Realität, als man eigentlich glaubt. Ja, das ist definitiv so, besonders auch in Amerika. Ich weiß nicht, die anderen zwei Teile der Reihe kennst du ja nicht, oder? Nee, aber du hast ja schon gesagt, die sind nicht ganz so überzeugend. Genau, also Teil 1 ist, der erklärt im Prinzip ein bisschen die Herkunft dieser Frau, auch mit ihrem ganzen Anhang, sage ich jetzt mal, ist ein solider Start. Und Teil 3 führt im Prinzip die Schlussszene aus dem Film, was wir jetzt besprechen, weiter. Der ist aber in meiner Meinung nach der wirklich schlechteste Teil der Reihe. Also die ersten zwei Teile haben ein FSK 18 und der dritte Teil hat er nur ein FSK 16. Der ist natürlich dann bedeutend entschärfter als die anderen zwei. Hat dann auch, Ja, finde vielleicht hat man ich, versucht, ein bisschen ins Mainstream-Kino zu ja. kommen. Ja, das definitiv, das sieht bei dem Film auch an. Also der ist wirklich darauf getrimmt, breites Publikum anzusprechen. Also diese Kannibalenfrau wird da im dritten Teil dermaßen ins Lächerliche gezogen. Also hat da nichts mehr mit der Figur zu tun, die man in Teil 2 sieht. Ja. Also The Woman war ein Film, das war ein Film, wo ich lange nicht mehr so viel Gewalt gesehen habe in dem Film und Blut, aber war doch mal sehr interessant, sowas zu sehen. Und halt verstörend. Ja, Also ich fand ihn schon extremst. phasenweise verstörend. Also weil er halt einfach so dieses Thema so glaubhaft, aber auch so brutal rüberbringt. Und die Schauspielerin von dieser Kannibalin ist auch wirklich sehr, hat das sehr gut gemacht. Ja. War Eigentlich auch. alle, auch der Vater. Genau, der hat, also das muss man auch dazu sagen, die Darsteller sind in diesem Film wirklich durch die Bank, ob es der Vater ist, ob es die Mutter ist, die sich nicht sagen traut, ob es der Sohnemann ist, der seinem Vater nacheifert, weil er genauso cool sein will wie der Vater. Und selbst ob Was es jetzt cool diese, ist. ja, in den Augen des Sohnes, und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was der Film auch, glaube ich, mit ausdrückt, so diese Vorbildfunktion, die man als Eltern hat, die sich dann auf die Kinder Ja. überträgt. Und wenn du als Elternteil schon so bist, dann braucht man Oder sich im vielleicht ist Prinzip auch die Aussage, wenn der Vater verrückt ist, ist der Sohn genauso verrückt. so nach der Aussage, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Genau. Ja, Aber kann man so. der Sohn hat das auch gut gespielt. Ja. Am Anfang ist er noch relativ sympathisch, finde ich, aber das schlägt halt schnell in dieses Kranke halt mit rum. Ich glaube, dass auch das, glaube ich, mit das Schlimmste an dem Film ist, wie dieser Sohnemann, wie alt wird der sein? 14, 15 vielleicht, der halt da so, der ja eigentlich mit die krankesten Gedanken in dem Film hat. Ja, also mein einziger Kritikpunkt an dem Film ist jetzt, wo die Kannibalin dann sich befreit oder befreit wird, die erste Person, die sie da umbringt, ob das jetzt wirklich nötig gewesen wäre. Weil die hat ja eigentlich ihr nichts getan. Ja, es ist halt, glaubt es einfach die, dass sie einfach diese Wut halt hat und so nach dem Motto, wenn er so ist, sind alle ja so. Ist ja auch so ein Denken, was man sagt, wenn einer so ist, müssen ja alle so sein. Also ich glaube schon, dass dieser Film mit vielen kleinen Szenen viele Punkte anspricht, die man, wie gesagt, halt nicht gerne hören möchte und die sich vielleicht verstörend anhören, aber das macht ja auch diesen Reiz dann wieder aus, dass halt der Film dieses kranke Denken von Menschen halt so auch mit dieser Gewalt auch so zeigt. Ohne dass man jetzt im Prinzip was glatt bügelt, sondern halt wirklich knallhart den Finger in die Wunde legt. Ja, und bis
bis auf die Person, die die Frau befreit, werden ja eigentlich alle, glaube ich, getötet. Ja, bis halt zum Schluss auf die zwei Mädchen. Die bleiben ja, die gehen ja dann mit der Frau mit. Genau, also bis auf die lieben Kinder. Also an dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass wir jetzt bei der Besprechung der Filme ohne Spoiler können wir hier nichts besprechen. Also es ist jetzt alles hier gespoilert. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, aber ich glaube, das ist aber klar, wenn man so eine Thematik reingeht, dass man einzelne Szenen des Films hervorheben muss und dass man da entsprechend halt nicht ohne Spoiler da drüber reden kann. Ja, also guckt euch den Film an, den gibt's in Originalton auf YouTube in relativ guter Qualität. Oder für günstiges Geld bei Amazon Prime. Mit deutscher Synchro. Ja. Ich habe jetzt nichts gegen den Originalton. Gibt sicher auch Untertitel, also das ist die günstige Variante, die kostenlose Variante auf YouTube. Also ich muss ehrlich sagen, es hätte zwar nicht mit dem Thema zu tun, aber ich gucke gerne Filme in Originalversion oder Originalfassung. Ja, kommt auf den Film an, aber manchmal ist es besser, ja. Okay, aber nur so am Rande. Dann Genau. haben wir jetzt noch einen Film. Da darfst jetzt du wieder was dazu sagen. Das ist Hostel. Oder Ist die Reihe schon Hostel. wieder ein paar Monate her, wo ich den gesehen habe, aber war, glaube ich, der erste von dieser Rubrik, die wir heute besprechen. Der hat mich wohl. Midsommar habe ich da gar nicht so reingezählt, weil Hostel hat mir einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Ja, Hostel ist, glaube ich, auch etwas älter. 2000, wann ist denn der rausgekommen? Der erste war 2005. Genau, 2005. Also doch gar nicht so alt, wie ich dachte. Und Beziehungsweise ist ja, glaube 2000. ich, da wirkt Tarantino, glaube ich, sogar mit. Ich schaue mal kurz nach. Ja, mach das mal lieber. Nicht, dass man ja was Falsches sagt. Also was ich sagen kann, der Regisseur ist Eli Roth, ist ja in dem Genre bekannter Regisseur. Das stimmt. Und ich glaube, also man kann auch sagen, er ist im Prinzip der Erste, der so diesen wirklich abgefuckten und brutalen Horror auch so kinofähig gemacht hat. Also da, also seine Filme waren jetzt so die ersten, die so wirklich in diese Kerbe reinschlagen. Also Tarantino steht nicht Ja, ich dabei. kenne mich mit solchen Filmen nicht aus. Doch, Tarantino steht bei Produzent, steht er dabei. Okay. Einer der Ja. Produzenten war er. Also der Film ist jetzt eigentlich gar nicht so mein Geschmack gewesen, muss ich sagen. Ich habe ihn geguckt, weil ich sehen wollte, was jetzt noch passiert. Und da werden ja auch wieder wie bei 8 mm die Abgründe der Reichen, was die so machen in ihrer Freizeit. In was die ihr Geld investieren, wird da gezeigt. In kranke Folterspiele. In Ländern, wo das vielleicht nicht so auffällt. Und wir begleiten eigentlich ja hier so eine Truppe, die dahin fährt, um Spaß zu haben, um Frauen aufzureißen, würde ich mal sagen. Und die werden da halt hingelockt, sozusagen. Ja, die wollen einfach Party machen, beziehungsweise günstig Party Genau. machen und wissen aber nicht, dass sie hier im Fadenkreuz von Menschen stehen, die sich einen Spaß oder die Spaß daran haben, Menschen leiden zu sehen. Ja, also das ist schon wieder so was Krankes. Bei 8 mm ist es ja genauso. Genau. Nur dass es halt in Hostel einfach noch ein Ticken, da machen wir den ja auch zum Schluss, weil das dann eigentlich von diesen Filmen dann doch der ist mit der die krankeste, also in Anführungszeichen die krankeste und brutalste Inszenierung hat. Ja. Wobei in 8 mm wird das alles aufgenommen und als Film, und da wird es einfach, da ist es ja nochmal langsamer, diese Qualen, und ja, das ist einfach krank.
Ja, da werden halt im Prinzip die Qualen halt wirklich ausführlichst gezeigt und beschrieben. Und das, glaube ich, machte dann auch diesen Film oder für viele halt so verstörend, weil es halt einfach so detailliert auch gezeigt wird. Man könnte es ja auch theoretisch alles wegschneiden und einfach nur sehen, wie jetzt der da zum Beispiel plötzlich mit einem Hammer irgendwo hingeht. Aber in diesem Film wird es ja im Prinzip ja wirklich bis ins äußerste Detail ja zelebriert, sage ich schon fast, die Folter. Also der krasseste Moment, der mir jetzt einfällt, ist das mit diesem Auge. Ja, Weiß das ist nicht, ob auch. du dich noch Ja, erinnerst. ja. Das finde auch ich, das finde auch ich den krassesten Moment. Das fand ich am schlimmsten, das ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben. Und ja, also der Film existiert nicht ohne Grund, der zeigt, was es für kranke Leute gibt. Und ja, also für mich war der schon eine Erfahrung. Ja, wie gesagt, das ist halt auch ein Film, der halt auch, wie gesagt, wieder diese Abgründe der Menschlichkeit halt auf extrem schockierende Weise auch zeigt. Und der aber auch, sind wir wieder beim Thema, Sachen zeigt, die in der Realität auch passieren. Also es ist jetzt nicht so, dass das so eine ausgedachte Geschichte ist, sondern ich glaube schon, dass das auch Sachen sind, dass es wirklich Menschen gibt, denen sowas wirklich gefällt, die wirklich andere Menschen leiden sehen möchten. Ja, wenn du dir das so zum Beispiel so eine Familie Trump anguckst, da ist das gar nicht so abwegig, dass es da so kranke Leute gibt. Genau, also es ist, das ist ja auch dieses, das ist ja das heutige Thema dieses Podcasts, dass es wirklich Themen oder Filme sind, die gewisse Seiten der Menschheit zeigen, die vielleicht jetzt nicht jeder hat, aber wo es halt trotz alledem ein gewisses Prozent oder einen gewissen Anteil gibt, die solche Sachen einfach schön finden, die solche Sachen irgendwie auch anregend finden und die auch bereit sind, für solche Sachen auch andere Menschen zu opfern. Also es ist im Prinzip so, ich vergleiche es jetzt mal wie so bei Religionen. Es gibt ja diese großen Religionen und dann gibt es ja viele, viele kleine, sag jetzt mal so Splitter-Sachen, wo es halt auch von normal, ich glaube an Gott, bis zu wirklich radikal geht. Und so glaube ich, ist es auch bei der menschlichen Psyche. Es gibt halt so diese Eigenschaften, die halt ein Großteil der Menschen hat. Und es gibt halt gewisse Sachen, die halt nur ein gewisser Prozentsatz hat. Die man aber gerne, wie es halt im Leben immer so ist, das, was jetzt einem vielleicht nicht so selber gefällt, das verdrängt man gerne. Was aber nicht heißt, dass es nicht existiert, sondern es gibt für alles oder für jede Situation gibt es Menschen oder Gefühle, die jemand hat, die er ausleben möchte. Und das ist das, was diese Filme halt dann immer wieder auch für den normalen Zuschauer so abstoßend halt auch zeigen. Aber halt trotzdem immer so zeigen, wie es auch in der Realität passieren würde. Beziehungsweise wie es auch in der Realität passiert, nur halt im Untergrund oder so, dass halt wir als normal denkende Menschen oder halt wir sehen uns ja als normal denkende Menschen, wir kriegen das halt so nicht mit oder wollen es halt nicht mitbekommen. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist ja wie bei 8 mm, wir wissen nicht, dass es sowas eigentlich gibt, aber es gibt irgendwo immer in den dunkelsten Ecken gibt es solche kranken Sachen und wir sind uns dem nicht wirklich bewusst, was alles so um uns herum passiert. Genau, und das ist dann das, was aber auch, und das ist das Beispiel, was auch das ganze Horror-Genre ja so auszeichnet. Und ich würde jetzt diese Filme auch zu einem Horror dazu rechnen, dass das, was wir uns als, sag ich mal, breite Masse, was wir uns so nicht vorstellen können, was uns da aber gezeigt wird, dass wir das anziehend finden. Also so diese Abgründe, also wir Menschen sind ja schon so gestrickt, dass Sachen, die eigentlich schlimm sind,
die finden wir irgendwie in der Psyche trotzdem anregend, beziehungsweise da wollen wir das, wollen wir gerne sehen. Also es ist halt eine gewisse Ja, Kunstform. Stichwort Gaffer oder sowas. Genau, es ist eine Form der menschlichen, des Menschseins, dass wir solche Sachen, man muss es selber nicht drauf stehen, aber wenn sowas zu sehen, regt halt trotzdem bei vielen ein gewisses Ding, also dass viele halt sowas trotzdem sehen möchten, einfach im, als Film. Und das ist dann zum Beispiel auch ein, dieser wichtige oder dieser Hauptgrund, warum solche Filme auch ihre Daseinsberechtigung haben. Ja, wobei, also 8 mm würde ich jetzt eher als Psychothriller einordnen. Der ist jetzt nicht so ganz horrormäßig, aber trotzdem sehr schockierend schon. Ja, kann man auch so sehen. Und so als kleiner Abschluss habe ich jetzt noch ein paar Sachen oder ein paar Filme, die ich noch kurz ansprechen möchte, die ich jetzt gesehen habe aus dieser Rubrik, die ziemlich heftig sind. Auch wieder in, ich sage jetzt mal, anfangend bei, jetzt, sag jetzt mal in Anführungszeichen, eher harmlos bis dann schlimm. Ist die Wrong Turn-Reihe, also auch so eine Kannibalenfilmreihe, die natürlich ähnlich jetzt wie die Saw-Reihe, ich sag jetzt mal, einen gewissen Grund, gewisses Grundrealität hat, natürlich halt etwas übertriebener dargestellt, aber halt auch mit teilweise wirklich heftigen Szenen. Dann haben wir noch Requiem for a Dream. Ist ein, also zwar kein Horrorfilm, aber auch so ein Psychothriller. Da spielt zum Beispiel auch der Jared Leto mit. Den kennt man ja als Musiker und in diversen anderen Filmrollen. Da geht es halt dann um dieses Thema, was Drogen oder der übermäßige Drogenkonsum mit einem Menschen macht, also mit der Psyche macht. Also wirklich anfangs noch normaler Mensch und dann durch Drogenkonsum driftet man immer mehr eine eigene Welt ab und ist auch bereit, Dinge zu machen, die der normale Mensch nicht machen würde. Also auch ein Film, der einerseits schockierend ist, er ist nicht übermäßig brutal, er ist halt hauptsächlich schockierend, weil er einfach Wege aufzeigt, die man als Mensch beschreitet, wenn man irgendwann die Kontrolle über sein Leben verliert. Und zum Schluss habe ich noch einen. Da geht es auch ein bisschen um Folter. Das ist der Matthias oder Matthäus. Im Prinzip die englische, also das englische Wort für Matthäus. Martyrer. Ja. Und ist halt auch ein ziemlich extremer Film. Da geht es auch um Folter. Hat auch ein bisschen was mit einer Religion zu tun. Also da geht es darum, man möchte den Menschen so weit foltern oder so weit in Abgrund bringen mit Folter, dass er von dem Leben hier praktisch in dieses Jenseits, also dass er berichten kann, wie es im Jenseits aussieht. Also man möchte praktisch den Menschen dahin bringen, dass er zwischen den Welten wandeln kann mit allen möglichen Sachen wie Schläge, wie Anketten, wie Sachen, dass man da hier, wie in einer Szene, dass man einem jungen Mädchen Nägel in den Kopf schlägt, einfach nur, weil man wissen will, was passiert, wenn der Mensch vom Leben in den Tod übergeht. Ist auch ein Hört sich Thema. krank an. Ja, ist auch ein Thema, wo es bestimmt so Fanatiker gibt, die meinen, sie müssen da jetzt rausfinden, was nach dem Tod passiert. Und ist halt auch ein Film, wo ich auch kurz davor war auszuschalten, weil es irgendwann auch von den Szenen her so heftig war oder so verstörend und so krank, wo man sagen kann, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt solche Menschen gibt, die sowas wissen wollen. Ja, das ist leider so. Ja, also wir haben heute schon, Um jetzt glaube ich, mal so ein paar kranke Filme beredet.
Ich glaube, es gibt noch viel schlimmere, aber man muss ja nicht alle kennen. Genau, also es war jetzt halt nur so eine kleine Auswahl von Filmen, die wir auch entweder beide kennen oder halt, wo es nur einer kennt von uns. Genau wie du ja schon sagst, diese Riege solcher Filme ist ja deutlich länger. Und es war einfach heute einfach nur das Thema, einfach mal darüber zu sprechen, auch vielleicht mal unsere eigenen Meinungen dazu kundzutun, was wir dazu denken oder sagen oder meinen. Und vielleicht auch dem einen oder anderen Zuschauer oder Zuhörer ist es ja genauer gesagt, auch mal dieses Thema näher zu bringen. Also jetzt nicht, dass wir jetzt sagen, wir finden jetzt diese Filme so geil, dass man es sehen muss, sondern einfach nur zu sagen, okay, es gibt diese Filme werden entsprechend diskutiert und die üben trotz all ihrer Gewalt halt eine gewisse Faszination aus. Und genau, das war, ich glaube, das Ziel des heutigen Podcasts, einfach mal dieses Thema anzusprechen. Wie gesagt, wir wissen selber, es ist so eine Art Tabuthema, aber man muss es halt trotzdem auch mal ansprechen. Ja, und das haben wir heute getan. Und ich denke mal, das ist auch spannend für die Zuschauer oder Zuhörer. Genau. Damit sie einfach wissen oder dass sie mit wisst, dass wir auch uns mit solchen Sachen beschäftigen, wenn es ums Thema Filme geht. Also nicht nur um die, sag's mal, Sachen, über die jeder redet, sondern ich möchte ja, habe ich ja im Einleitungspodcast ja erwähnt, ich möchte ja hier viele Themen ansprechen. Und wie gesagt, es sind auch Themen, die vielleicht nicht so populär sind, die vielleicht nicht jeder versteht oder jeder so unterschreibt, aber die es halt trotzdem wert sind, dass man halt drüber spricht. Definitiv. Auch für die Leute, die nach dem Film vielleicht erstmal drüber reden müssen, die können sich das ja auch anhören. Genau. Beziehungsweise dürfen uns auch gerne schreiben, ob sie unsere Meinung unterstützen oder ob sie es teilen, unsere Meinung, oder ob sie eine andere Meinung sind. Gut, man kann jetzt zwar hier auf Spotify oder so kann man ja natürlich nicht kommentieren, aber die dürfen uns ja gerne auf Instagram schreiben. Oder weil dieser Podcast ist ja auch bei YouTube dann online. Bei YouTube darf man ja kommentieren, also da sind wir natürlich schon gespannt, was natürlich auch eure Meinungen sind. Ich werde natürlich jetzt auch hier bei YouTube Moritz Kanal noch verlinken. Dass für alle, die jetzt vergessen haben, wie man Popcorn-Affe schreibt, dass sie es nochmal draufklicken können. Genau. Genau, und ansonsten halt einfach, wenn es ist, einfach bei Instagram, könnt ihr ja unsere Kanäle suchen. Wir freuen uns ja über jeden Besucher auf dem Kanal, über jeden Kommentar, jedes Like, jedes Abo. Und wie gesagt, ich hoffe oder wir hoffen, dass euch das Thema trotz alledem etwas gebracht hat oder dass ihr was mitnehmen konntet. Und dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, Moritz? Als krönender Abschluss? Ja, war mal wieder eine schöne Runde. Macht immer Spaß, über Filme zu reden. Auch mal über die Art von Filmen muss geredet werden, finde ich. Und das haben wir heute getan. Wenn wir wieder so ungefähr 5 Stück finden oder 8, vielleicht auch 8 Stück, die ein bisschen anders sind, können wir ja das nochmal machen. Sehr gerne. Und ja, dieses Jahr soll ja der neue Wrong Turn vorauskommen. Den werde ich mir vielleicht auch angucken. Da können wir ja auch mal über den reden. Sehr, sehr gerne. Ja, das war mein Schlusswort. Ich wünsche euch ein schönes Jahr und ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Oder Alles hören klar. uns, besser gesagt. Vielen Dank, Moritz, für deine Zeit, für deine ausführliche Meinung. Wie gesagt, wenn ihr mehr von uns wissen wollt, könnt ihr uns gerne auf unseren sozialen Kanälen folgen. Und da sind wir ja dann auch ein bisschen aktiver als hier im Podcast. Auch was das Thema Livestreams betrifft, sind wir auch ein bisschen aktiver, auch zusammen mit Peter. Da könnt ihr uns natürlich dann immer mal wieder auch, wenn ihr
Fragen, Anregungen habt oder irgendwas uns mitteilen wollt, auch da gerne mal reingucken. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und viel Spaß beim Filme schauen. Euer Martin von Martins Kinoblog. Ciao. Gutes Schlusswort.